Schönen guten Abend. Wir haben Ihnen was mitgebracht. Das kennen Sie bestimmt, genau, ein Himmel- und Hölle-Spiel. Eigentlich ein ganz einfaches Faltspiel, das Kinder seit Generationen spielen. Wir beide haben es nicht zusammengebracht, es zu falten. Daher ganz viel Dank an André Pils Nichte, die 9-jährige Ela, die das für uns gebastelt hat. Wie man es spielt, es gibt unendlich viele Varianten. Eine ist, man fragt das Gegenüber, einer hält das ja so und sagt Himmel oder Hölle. Das heißt, man schätzt ein, gehört man jetzt zu den Guten oder eben zu den Bösen. Und dann wird man entweder bestätigt oder eines Besseren belehrt. Dann tut sich halt Himmel oder Hölle auf. Gut. Im neuen Werk von André Pils mit dem Titel Morden und Lügen kommt jedenfalls genau so ein Himmel- und Hölle-Spiel vor. Es spielt eine größere Rolle und kann als eine Art Ding-Symbol gesehen werden. Worum geht's in diesem Thriller? Der Hauptprotagonist und Ich-Erzähler Jan-Peter Halder, ein eher erfolgloser Schriftsteller, wird von der Mutter seiner vor 16 Jahren ermordeten Studienfreundin Angelika Reitmann, genannt Geli, aufgesucht. Der Mord gilt bis zu diesem Zeitpunkt als noch nicht aufgeklärt. Sie konfrontiert ihn dann mit dem Verdacht, er sei der Mörder und eben so einem Himmel-Hölle-Spiel, das die Tochter gebastelt hat. Und auf diesem befindet er sich tatsächlich in Abbildung, nämlich logischerweise auf der Höllenseite, gemeinsam mit einem anderen Mann. Sie verspricht ihm, dass sie ihm keine Ruhe lassen wird, bis er ihr die Wahrheit erzählt hat. Dieser Ich-Erzähler, Jan, lügt überhaupt immer sehr, sehr gerne, immer wieder. Im Klappentext wird er sogar als notorischer Lügner geoutet, der sich die Wahrheit quasi immer zurecht lügt. Wir befinden uns im Jahr 2016 und in Rückblenden eben aus der Erinnerung des Ich-Erzählers heraus wird diese Geschichte rund um Geli erzählt. Jan ist beunruhigt ob dieser Geschichte, vor allem wegen der Verdächtigung an seiner Person. Er macht sich dann auf in seine ehemalige Universitätsstadt, um den Mord an Geli zu rekonstruieren. Dabei trifft er das erste Mal im Zug übrigens auf die mutige Bloggerin Hada, die Fine Lady genannt wird im Übrigen, und die ebenfalls ein Verbrechen aus der Vergangenheit, nämlich an zwei südafrikanischen Studenten, aufklären will. Und irgendwann kommen sie dann drauf, dass diese Fälle irgendwie verwoben sind und beide in Gefahr. Was macht den Thriller von André Pils aus? Zwei Handlungsstränge, deren Hauptpersonen in der Vergangenheit und in der Gegenwart verknüpft sind. Die Darstellung des großen Problems von Polizeigewalt und vor allem deren Nichtahndung und das Aufzeigen illegaler, gewaltvoller Sexpartys von Obrigkeiten und dann auch noch Rassismus. Denn wenn es um Opfer geht, ist deren Wertigkeit immer abhängig von Hautfarbe und Herkunft. Dazu lebendige Figuren, die absolut nicht stereotypisch gut oder böse sind und sich immer in sehr authentischen Dialogen auch unterhalten, so umgangs-, alltags-, jugendsprachlich. Also gesamt gesehen ein, ich mache da jetzt ein bisschen Werbung, ein spannungsgeladenes, wirklich aufwühlendes, nachdenklich stimmendes Werk. Ein Thriller eben, der seiner Definition wirklich während des gesamten Handlungsverlaufs gerecht wird und ein, mit dem Leser, der Leserin so ein ständiges Spiel spielt zwischen Anspannung, wieder Entspannung und Erleichterung. Also ein Himmel-Hölle-Spiel, kann man sagen. André, eine Frage, bevor du mit deiner Lesung beginnst. Und wir können da jetzt auch gleich die Musikauswahl vielleicht klären. Ich fand auf deinem Twitter-Account, du bist noch bei Twitter übrigens, in deiner Selbstbeschreibung das Adjektiv musiksüchtig.
Jetzt muss man sich vorstellen, in diesem Buch sind so viele Titel drin und Interpreten. Also ich hätte Ihnen auch Peter Alexander präsentieren können. Das geht eben bis Green Day. Meine Wahl fiel dann auf Guns N' Roses und Knockin' on Heaven's Door. Das hat auch mit dem zu tun. Heaven, Himmel, gibt aber auch noch eine andere Erklärung. Was mich jetzt interessiert ist, musiksüchtig, findest du, dass auch in Literatur Musik sein darf, sein soll vielleicht sogar? Also ich habe ja, während ich das gelesen habe, im Hintergrund oft die Musik auch laufen lassen, um so die Situation ein bisschen stärker auch zu empfinden. Ich glaube, dass bei mir so ist, dass beim Entstehen von einem Text die Musik extrem wichtig ist. Mhm. Und das Schreiben ohne Musik kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Und mit dem Alter, je älter ich geworden bin, umso breiter ist auch, umso mehr Genres sind dazugekommen. Mhm. Jetzt in der Pandemie habe ich angefangen, Opern zu hören. Ich habe bisher mit klassischer Musik überhaupt nichts anfangen können. Mhm. Und ich habe dann, keine Ahnung, ich glaube Lohengrin habe ich 20, 30 Mal durchgehört und so. Und dann, ich liebe dann diese Mixau, also irgendwie Opa und dann Slayer und genau. Jimi Hendrix. Ja. Und wenn man das irgendwie so mixt, dass sie zu diesen Szenen passen, dann, ja, das ist bei mir sehr wesentlich. Also wichtig, gesamt gesehen. Mhm. Jetzt lösen wir das geschwind auf. Also wie gesagt, das liegt ja auf der Hand. Und ansonsten gibt es eine Stelle, da geht es darum, dass diese Hada, diese Bloggerin, im Zug, glaube ich, war das erste Mal, dass sie diesen, schaut aus wie ein Smoothie und es ist eigentlich ein, wie können wir das nennen, Trunk. Und der trinkt es da und fühlt sich da nicht so besonders wohl und sie bietet ihm das nochmal an und dieser Trink heißt im Übrigen, sie nennt es Nog. Und während sie ihm das ständig aufdrängen will, singt sie das Lied Knockin' on Heaven's Door. Und deswegen habe ich das gewählt. Ja, gut, lieber André, liest du uns bitte deine Stelle vor. Als ich 11 war, meinte der Pfarrer in einer Religionsstunde, dass dem ganzen Universum zeitlich ein Ende gesetzt sei. Nichts könnte übrig bleiben. Egal, wie sehr wir uns auch bemühen würden, den atomaren Weltkrieg oder eine Zerstörung der Erde zu verhindern, egal, ob Menschen es je schaffen würden, auf andere Planeten auszuwandern, vielleicht sogar die ganze Milchstraße zu bevölkern, am Ende würde alles ausgelöscht. Das wären die unumstößlichen Erkenntnisse der Kosmologie. Natürlich würde das seine Milliarden von Jahren dauern, aber es würde geschehen. Das Universum, so meinte unser Pfarrer, würde kollabieren, zerrissen werden oder so abkühlen, dass absolut kein Leben mehr möglich wäre. Keine Erzählung von einem Gott oder einem Teufel hat mir je mehr Furcht eingeflößt. Und keine Erzählung hat mich mein Leben lang so verfolgt und beschäftigt. Nichts von uns würde übrig bleiben. Alles war egal. Manchmal deprimierte mich der Gedanke, manchmal berauschte er mich. Er hatte etwas unendlich Befreiendes, etwas Wildes. Nichts und niemand würde übrig bleiben. Gelis Tod traf mich jedoch mit solcher Wucht, dass ich nicht länger glauben konnte, dass alles vergehen würde. Ein junger Mensch war gewaltsam aus dem Leben gerissen worden und das würde niemals ausgelöscht werden. Es schien unvergänglich. Jenseits von Vergeben und Vergessen Unendlichkeit. Am frühen Morgen des 26. Juni 2000 sah der 42-jährige Bauarbeiter Mehmet H. Angelikas leblosen Körper hinter dem Zaun der Baustelle, nur wenige Meter vom Gehweg am Ufer entfernt. Die umzäunte Baustelle war über Nacht nicht zugänglich, das Zufahrtstor versperrt und gut gesichert. Trotzdem durchsuchte die Polizei das Areal mit einem Großaufgebot nach Spuren und der Tatwaffe. Aber weder dort noch am Ufer fand man irgendetwas Brauchbares. Fast sämtliche Zeitungen und TV-Sender legten in ihren Berichten den Fokus auf die Drogendealer bei der Tankstelle
obwohl wir fast alle aus dem Heim der Meinung waren, dass die fast nie so spät nach Mitternacht dort draußen zu finden waren. Wenn schon, dann trauten wir die Tat eher rechten Hooligans zu, die sich immer mal wieder an der Tankstelle mit Bier eindeckten und am Wochenende illegale Autorennen veranstalteten, aber von denen war in der Nacht keine Spur gewesen. Ja, fast alle Heimbewohner waren von Anfang an überzeugt, dass der Mörder weder aus dem Heim kam, noch der böse Drogendealer aus Nordafrika war, der weit nach Mitternacht mit einem großen Messer durch die Gegend schlich. Dieses Bild, das die Boulevardmedien in den ersten Wochen landesweit verbreiteten, hatte viel mehr mit plumpem Rassismus als mit ernsthaftem Journalismus zu tun. Die meisten glaubten, die Geli wäre zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Und der Mörder war irgendwo in den angrenzenden Hochhäusern zu finden. Aber auch hierfür gab es keinerlei Anhaltspunkte. Alles blieb mysteriös und die wildesten Gerüchte und Verschwörungstheorien fluteten in den kommenden Jahren die Online-Foren. Ich öffnete erst die wurmstichige Holztür, dann die solide graue Metalltür, die aussah, als würde sie einen Schließfachraum einer großen Bank verbergen. Das Licht im Gang war düster. Eine Frau, etwa 60 Jahre alt, stand vor mir, schlank, mit den Stöckelschuhen etwas größer als ich, grau-schwarze, lange Haare und tiefe Schatten unter den Augen. »Hallo Jan«, sagte sie, etwas außer Puste. »Ich bin Angelikas Mama.« Sie streckte mir ihre Hand entgegen. »Elisabeth Reitmann.« Ich schluckte, nahm ihre Hand und quälte mich zu einem Lächeln. »Ah«, meine Tochter Angelika hat mit dir im Studentenheim Rathenau gewohnt. Ja, natürlich. Ich nickte wie blöd und mein Herz schlug sofort ganz wild, ganz bös. Na klar, die Geli. Angelika Reitmann. Zimmer 101. Mit einer Geste ließ ich sie wissen, dass sie hereinkommen solle. Sie wollte ihre Schuhe ausziehen, aber als ich ihr sagte, es sei nicht nötig, schlüpfte sie auch schon aus ihren High Heels. Sie stand vor mir und musterte mich eindringlich. Ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Ich versuchte, mich wieder einzukriegen, aber in mir tobte das Chaos und meine Stimme klang fremd. Ich bat sie, Platz zu nehmen, dabei war doch kein einziger freier Stuhl in dem Zimmer. Angelika Reitmann, 10. Mai 1979 bis 26. Juni 2000. Die Inschrift auf dem Grabstein ihrer Tochter. Kaum 40 Kilometer von meinem Elternhaus entfernt, was auch der Grund war, dass wir miteinander fast ausschließlich in unserem, für fast alle anderen im Heim unverständlichen Dialekt gesprochen hatten. Delma nahm eine Schachtel von meinem Schreibtischsessel, die Frau setzte sich, nachdem sie auch Delma mit Handschlag höflich begrüßt hatte, und sah mich an. »Bist du das?« Sie hielt eine Bastelei aus Papier in die Höhe. »Ich glaube, das bist du.« Was mir Elisabeth präsentierte, war ein Himmel- und Hölle-Spiel, das, wenn geschlossen, eine Bleistiftzeichnung einer Person zeigte, die ohne Zweifel große Ähnlichkeit mit Angelika hatte. Ich setzte die Papierbastelei auf meine Finger, wie wir es als Kinder oft getan hatten. Ich öffnete sie waagrecht. Im aufwendig ausgeschmückten Himmel befand sich das cartoonhafte Porträt eines Kerls mit wilder Frisur, der in seinen Mundwinkeln eine Zigarette hatte und neben dem eine Flasche mit der rot-knalligen Aufschrift Wodka schwebte. Auf der anderen Seite des Paradieses ein lächelnder, unspektakulärer Typ mit Seitenscheitel und Heiligenschein. Ich öffnete senkrecht, spürte, wie ihr Blick auf mir ruhte. Im Höllenfeuer schmorte ein Typ mit Bomberjacke und einer Mütze mit Adleremblem sowie ein Lockenkopf mit Brille und Bartstoppeln. Himmel und Hölle. Ich schluckte, während ich mich zu einem Lächeln quälte. Der Wodka-Trinker war ohne Zweifel Florian aus Zimmer 214, BWL-Student und Partybiest aus Fürth. Zwei Semester so offensichtlich scharf auf Geli, dass jeder im Heim schon darüber Witze machte, vor allem weil er nicht den geringsten Erfolg bei seinen Flirtversuchen zu haben schien. Der Mann mit Heiligenschein, Angelikas Freund, Manuel, der zu jener Zeit in Zürich studierte. Den Lockenkopf in der Hölle konnte ich nicht identifizieren, dafür war mir der Bomberjackentyp mit der Fußballmütze bestens bekannt.
Warum bist du auf Gelis Himmel- und Hölle-Spiel? Fragte sie. Ich weiß nicht, sagte ich kleinlaut und müht mich zum Lächeln. Ich habe wirklich keine Ahnung. Bin das denn wirklich ich? Na, aber hallo. Sieht mir schon sehr danach aus. Sie seufzte. Du hast vor der Polizei immer behauptet, dass zwischen dir und meiner Tochter nichts gewesen sei. Sie sah mich an, nickte. Es ist doch so, oder? Ich spürte, wie falsch mein Lächeln war. Ja, das habe ich gesagt. Warum bist du dann für meine Tochter jemand gewesen, der in ihren Augen in die Hölle gehört? Delma und ich wechselten Blicke. Sie spürte wohl, dass mir das Gespräch in ihrer Anwesenheit unangenehm war, also stand sie auf und ging ins Badezimmer, schloss die Tür hinter sich. »Weißt du vielleicht doch mehr?« fragte die Reitmann leise, um sich gestikulierend zu entschuldigen. »Ich will dich nicht beschuldigen, um Gottes Willen. Nein. Vielleicht war sie ja in dich verliebt, ohne dass du es gewusst hast.« Sie stockte kurz, als wartete sie auf einen Einwand meinerseits. »Ich versuche nur zu verstehen. Ich versuche nur mir...« »Woher haben Sie das?« unterbrach ich sie und hielt das Papierkonstrukt in die Höhe. »Spielt das eine Rolle? Es ist also echt?« Sie zuckte mit der Schulter. »Was denkst du? Natürlich ist das echt. Ich werde wohl die Schrift meiner Tochter kennen. Und glaubst du, ich klopfe hier an deine Tür? Aber wo ist das jetzt plötzlich auf?« Sie unterbrach mich mit lauter Stimme. »Ich habe ihr altes Zimmer endlich ausgeräumt und das Ding eingeklemmt zwischen Schreibtisch und Wand gefunden. Ich habe sofort Eduard Veit angerufen. Du erinnerst dich doch an den Veit, den Schäfermittler in den ersten Wochen.« »Mhm.« Ich nickte mit einem spöttischen Lächeln, wieder ein Lächeln aus purer Verlegenheit. Dazu hob ich etwas zu theatralisch die Hände. »Sorry. Ich weiß nicht, warum ich auf dem Papier bin. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung.« »Es geht nicht nur um das Himmel- und Hölle-Spiel«, sagte sie. »Weißt du, wie oft ich mir in den letzten Jahren gedacht habe, alles, was in der Nacht Fragen aufwirft, führt über Umwege irgendwie zu dir. Immer zu dir.« Sie leckte sich die Lippen, fuhr sich durchs Haar. »Du hast den Ermittler nicht alles erzählt, Jan.« »Nein, das hast du nicht.« Ich lächelte blöd. »Doch, doch, ich hab den alles erzählt.« »Komm, Jan!« Ihr Ton war harsch, fast so aggressiv jetzt. Sie erschrak wohl selbst, denn sie sprach dann leiser, sanfter. »Hör auf, ich bitte dich.« Ich wiederholte nur. »Ich hab denen alles erzählt, was ich weiß.« Dann starrte sie gebannt auf etwas an der Wand und ich wusste, um was es sich handelte, ohne ihrem Blick zu folgen. Da hing ein Eintracht-Frankfurt-Schal, auf dem derselbe Adler war wie auf der Mütze, die das kahlköpfige Männchen in dem Himmel- und Hölle-Spiel trug. Ich räusperte mich. »Okay, wer ist der Vierte? Wer ist der Mann mit dem Bartstoppeln und der Brille mit viereckigen Gläsern? Der ist ja mit mir in der Hölle. Vielleicht sollte man rausfinden, wer er ist.« Sie starrte mich an. Ich erwiderte ihren Blick nicht. Sie misstraute mir. Sie hielt mich für einen Lügner. Das letzte Mal, als eine Boulevardzeitung über sie geschrieben hatte, war vom Tod ihres Mannes, Gelis Vater, die Rede gewesen. Sie wurde zitiert, dass sie Angelikas Mörder, wenn der Staat es nicht schaffe, eben selber finden würde. Koste es, was es wolle. Sie hatte auch ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie den Mörder im Studentenheim vermutete. »Du lügst«, sagte sie und stand auf. »Das weiß ich jetzt. Um das zu wissen, habe ich dir in die Augen sehen müssen. Du lügst. Und ich verspreche dir, ich werde dich nicht in Ruhe lassen, bis du mir die Wahrheit erzählt hast.« »Und was sollte mein Motiv sein?«, fragte ich. »Warum zum Teufel sollte ich etwas verheimlichen? Glauben Sie im Ernst, ich wollte nicht, dass man das Schwein endlich erwischt?« Sie zögerte kurz, sah sich mit skeptischem Blick in dem Zimmer um, ehe sie mich wieder fixierte. »Du lügst, ich weiß nicht warum, aber du lügst«, sie klapperte mit ihrem Autoschlüssel in der Hand. »Wir sehen uns sehr bald wieder, Jan-Peter Halder. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt.«
Sie ging zur Tür, schlüpfte in ihre Schuhe und verabschiedete sich von Delma, die gerade in dem Moment aus dem Bad trat. Niemand auf der Welt hat ein größeres Recht zu fragen, wer Angelika getötet hatte, als ihre Mutter. Immer und immer wieder. Denn es gab ja eine Antwort. Es konnte keinen Graubereich geben, kein Dazwischen. Es gab ein Ja, ein Nein, kein Vielleicht. Ein Vielleicht war unmöglich. Der, der Angelikas Tod zu verantworten hatte, war kein Dämon, kein Geist, kein Alien, kein Schatten, keine Naturgewalt. Nein, der, der Angelikas aus dem Leben gerissen hatte, war ein Mann. Und er hatte einen Namen, ein Gesicht, eine Geschichte. Wenn er nicht in der Zwischenzeit gestorben war, führte er irgendwo auf der Welt ein Leben. Trotzdem empfand ich ihren Besuch als Affront. Sie hätte vor, mit mir Kontakt aufnehmen können, anstatt einfach so in unserer Wohnung aufzukreuzen. Es war, als hätte Gelis Mutter einen Schalter in meinem Kopf umgelegt, der sich nicht mehr zurückbewegen ließ. Wie der Refrain des verhassten Ohrwurms, der im Kopf spielt, immer und immer wieder, war ich in einer Endlosschleife von Gedanken gefangen. Ich konnte in den folgenden Nächten kaum mehr schlafen, lag lange wach, wälzte mich im Bett. Ich musste ständig an den Streit mit Geli denken, noch bevor die Party überhaupt richtig angefangen hatte. In der Gemeinschaftsküche des ersten Stocks, vor allen Leuten. Ein Streit, der so heftig wie vermeintlich nichtig war, dass alle nach und nach verstummten und uns schließlich mit offenen Mündern anblickten. Sogar Felix, der Kater, den Maria aus 118 verbotenerweise im Heim hielt, sprang aus Angelikas Armen und nahm verängstigt Reißaus. Manchmal versuchte ich, mich exakt daran zu erinnern, was wir sagten. Jeden verdammten Satz unseres Zankes wiederholte ich. Dann wieder sah ich Geli vor mir gegenüber am Lagerfeuer, Stunden später, rücklings vom Baumstamm liegend. Die Blicke, die sie mir hier und da zuwarf, hatten sich tief in mich eingebrannt. In einer Nacht, die mehr schwarze Löcher hat als jede andere Nacht in meinem Leben, überstrahlte dieser Blick alles. Ich ahnte, wie tief verletzt sie war. Ich ahnte, dass sie mir in 1000 Jahren nicht verzeihen würde. Und ich trank und trank, bis die Welt anfing, sich zu drehen. Vielen Dank, wir haben noch Zeit, oder? Diese Figur Jan, dieser notorische Lügner, der aber dann selbst dann hadert, ist es jetzt gewesen oder halt nicht. Trotzdem finde ich persönlich jetzt diese Figur Hader viel, viel spannender und viel komplexer eigentlich. Diese mutige, ja, wie soll man sagen, Muslimin ist sie ja, und die sich wirklich alles traut, alles auf eine Karte setzt, um den Mord an diesen zwei südafrikanischen Studenten da irgendwie aufzuklären. Wie stehst du zu deinen Figuren? Sehe ich das jetzt falsch oder hast du das eh so angelegt? Na, das stimmt genauso. Also die Hada ist auch meine Lieblingsfigur und eigentlich ist es auch ihr Roman. Aber wenn sie nicht ich erzähle, ich würde nicht aus ihrer Perspektive schreiben können, aber ja, sie ist eigentlich die Heldin der Story, finde ich. Mhm. Und ja, zurück zu dem Twitter-Account, eben weil es dort sehr viele so junge Frauen gibt, die bestehende Ordnung oder das System eben auch in Frage stellen und herausfordern und dort eben dann auch den heftigsten Gegenwind erleben und bis zu Morddrohungen und alles. Mhm. Und ja, das imponiert mir und find ich sehr spannend. Und deshalb wollte ich so eine Figur schaffen, in einer fiktiven Geschichte, die eben so ein bisschen beruht auf diesen Figuren. Du gibst mir ein neues Stichwort, nämlich Geschichte. Jetzt, man weiß, also dein erster Roman, so muss ich sagen, ist ja vor 17 Jahren erschienen. Du schreibst relativ lang immer an einem Werk, so zwischen 2 und 6 Jahren, habe ich mir angeschaut. Also das ist ja jetzt das 6. Werk seit 2005. Manchmal schmeißt du, heißt es auch, eine Rohfassung einfach weg.
Wie war denn das Schreiben an diesem Buch? Und es gibt ja eine, meines Wissens, eine Geschichte, also einen Stoff, der sozusagen zu einer Handlung gemacht wurde von dir. Kannst du uns bitte diese Geschichte kurz erzählen? Die ist nämlich interessant. Ich denke an diese Sache, die da vor einem Haus passiert ist. Also, na, es, ja. Das war, also zwei Sachen haben mich eigentlich dazu gebracht, es zum Schreiben. Das eine war, dass vor dem Haus meiner damaligen Freundin, das ist ja aber auch schon sehr lange her, eine junge Frau ermordet worden ist. Mhm. Und der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. Und ja, das beschäftigt mich auch bis heute und es beschäftigt viele Leute bis heute. Und es gibt da im Internet ganz viel zum Lesen drüber, weil die Leute auch Fragen stellen, was passiert, was vielleicht passiert ist. Und ich wollte aber, ich habe nicht diesen exakten Fall genommen als mhm. Geschichte, sondern das war mehr so der Kickstart. Mhm. Und das Zweite war halt, dass Krimis halt meistens Propaganda sind, also irgendwie Propaganda für die Cops, für die Polizei. Und ich wollte mal was anders schreiben, wo irgendwie auch die Schattenseiten sehr, sehr deutlich gezeigt werden. Mhm. Und da war eben diese Geschichte von Bakary Jay, der von Wegebeamten in Wien gefoltert worden ist. Und es war dann tatsächlich so, dass der Herr Kickl den einer der Folterpolizisten in den Inlandsgeheimdienst so quasi befördert hat. Und das ist praktisch ohne jede Öffentlichkeit auch passiert. Nämlich es gibt einen einzigen Artikel in der Presse über die Geschichte. Und der Peter Pilz hat im Parlament eine Anfrage gestellt. Das ist eigentlich das Einzige, was ich online gefunden habe. Mhm. Und das ist einfach auch so eine unfassbare Geschichte, wo man denkt, das ist dann halt kein Einzelfall, sondern da stimmt wirklich was im System nicht, dass jemand, der sowas getan hat, noch in so eine Position kommt. Und ich weiß nicht mal, ob der jetzt noch da arbeitet. Das hat mir zwar ein Standardjournalist gesagt, er findet das heraus für mich, aber ich habe noch keine Antwort darauf. Wohlfühlliteratur ist es definitiv keine, aber sie regt wirklich stark zum Nachdenken an und ist höchst spannend. Vielen Dank. Dankeschön.